Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Einsteigerguides von Sekiro Shadows Die Twice. Bevor es mit großen Schritten aufs Finale zugeht, müssen wir noch den Weg ebnen für das dritte der vier Enden. Reinigung heißt es. Und dafür müssen wir zum zweiten Mal in das Hirata-Anwesen zurück. Die Voraussetzung dafür haben wir bereits erfüllt. Wir haben eine entsprechende Gebetsperle bekommen hier von Emma, um zum zweiten Mal hier an dieser Buddha-Statue zu beten, um ins Hirata-Anwesen zurückzukehren. Eine andere Erinnerung dieses Mal, eine deutlich schwerere Erinnerung diesmal. Ich hoffe ja sehr, dass mich mein Hund hier drehen lässt, weil der gerade sein Bumsspielzeug hier durch die Wohnung schiebt und ich hoffe jetzt nicht über irgendwelche Kabels läuft. Also, drückt die Daumen, los geht's nach Hirata 2.0. Dieses Mal starten wir nicht ganz unten an der Brücke, sondern am oberen Ende des Hirata-Anwesens. Dort oben, wo wir auf unseren Ziehvater gestoßen sind und er dann vermeintlich verstorben ist. Wir werden auch nur den oberen Teil tatsächlich erkunden dieses Mal. Der gesamte untere Bereich, also der See, die Flüsse und auch das Dorf, die bleiben komplett unangetastet. Die sind unverändert in dieser Erinnerung. Es gibt auch keine neuen Items. Also nur dieses kleine Gebiet hier oben, das allerdings jetzt, ich sag's nochmal, deutlich schwerer geworden ist, als es vorher der Fall war. Wir bekommen es auch gleich mit zwei neuen Minibossen zu tun und das kann ich auch schon andeuten, viele Ogre und Purple Ninjas. Wir lieben sie doch alle. Der erste Miniboss wartet gleich hier oben in diesem brennenden Innenhof, da wo eben der Uhu verstorben ist, und das ist der erste Purple Ninja, diesmal ein Elite Purple Ninja. Und er hat einen kleinen Spaß dabei, eine kleine Überraschung, denn er ruft Hunde zu Hilfe. Wir wissen ja, Hunde sind schon ein ziemlicher Nervfaktor in diesem Spiel, wie es generell in From-Software-Spielen der Fall ist. Wir können uns eines kleinen Trickes bedienen, nämlich ihn einfach aus diesem Innenhof rauslocken. Die Hunde bleiben drin in den meisten Fällen und er kommt raus und kann dann von uns alleine hier auf der Treppe bekämpft werden. Das ist das Erste, was wir jetzt erstmal tun sollten. Zur Not, falls Hunde wirklich rausstürmen sollten, was wirklich selten der Fall ist, habt sicherheitshalber immer auch die Wurfsterne parat, damit ihr sie im Zweifel beschießen könnt. Den Purple Ninja hingegen, den zünde ich lieber an mit dem Okinaga Flammenrohr. Das macht immer einen herrlichen Spaß. Um ihn aber anzulocken, würde ich auch hier dazu raten, so weit vorgehen, wie es geht, um ihm dann hier mal kurz Hallo zu sagen und zurücklocken. Weit zurücklocken. Und jetzt kommt der zweite Trick. Erinnert ihr euch noch, wie wir Oren bekämpft haben im Dorf Mibu? Hier gibt es ein ähnliches Wegfindungsproblem mit diesem Gegner hier. Wenn ihr ihn weit nach unten zurücklockt, dann will er wieder zurück zu seinen Hunden. Das könnt ihr nutzen, um ihm in den Rücken zu fallen und ihm so ein paar Hiebe reinzuwürgen. Lockt ihn wieder oder drückt ihn durch diese Schläge nach unten, nehmt Abstand und ihr seht, der will gar nicht kämpfen. Und so könnt ihr ihm dann immer mal wieder in der Seite oder im Rücken das Schwert reinhauen und so nach und nach Schaden verursachen. Er guckt euch ja natürlich immer an, deswegen müsst ihr ihn schnell umkreisen. Und darauf achten, dass ihr ihn nicht zu weit nach oben gehen lasst. Denn irgendwo weiter oben am Ende der Treppe fängt er dann wieder an zu checken, oh, da ist ja ein Gegner, den muss ich angreifen und dann wird es gefährlich. Und das ist jetzt wirklich eine zugegebenermaßen extrem cheesy Art, den Purple Ninja hier anzugehen. Aber hey, wir haben sie schon oft genug ehrenvoll bekämpft. Außerdem haben wir es hier in diesem Areal noch mit weiteren von diesen Typen zu tun. Warum also nicht mal die günstige Variante? Jetzt müssen wir ihn allerdings echt mal wieder nach unten treiben. Und je mehr ihr Vitalitätsschaden verursacht habt, desto schneller steigt natürlich auch sein Haltungsschadenbalken an. Weswegen wir jetzt dann im Grunde gegen Ende absolut leichtes Spiel haben, selbst wenn er blocken sollte. Ihr seht schon. Kinderspiel. Und es geht gerade weiter. So, jetzt sind wir wieder weiter zu weit unten. Das passt. Deswegen, wir sollten auch nicht allzu sehr an die Brücke ran, weil sonst kriegen die drei da unten das mit, dass wir hier einen unfairen Kampf machen und kommen dann auch noch mit ins Geschehen und dann ist Ende. Na komm, jetzt mal ein bisschen da weg. So. Jetzt. Es ist ein sehr befriedigendes Gefühl hier gerade. Auch einmal komplett die Oberhand zu haben. Gegen Purple Ninjas, denn selbst im Endgame sind die immer noch eine ordentliche Herausforderung. Also ich muss sagen, so lange ich Sekiro jetzt mittlerweile gespielt habe, und es sind wirklich viele Stunden, sind die Typen
nehme ich immer noch nicht auf die leichte Schulter. Es gibt immer mal wieder Momente, wo sie mich doch tatsächlich eines Besseren belehren und sagen, Daniel, unterschätz uns nicht. Wir sind ernstzunehmende Kontrahenten und werden es immer sein. Außer der hier vielleicht. Interessant ist, dass From Software solche Wegfindungsprobleme wie hier oder auch mit Oren im Nibu-Dorf nie rausgepatcht hat. So, ein Miniboss gibt uns natürlich nicht nur Upgrade-Material, sondern eben auch eine Gebetsperle. Wir haben schon eine neue, perfekt. Und nun eben in den Innenhof und nicht vergessen, dass es jetzt hier noch zwei, drei Hunde gibt. Einzeln rauslocken oder auch beschießen. Ihr könnt sie auch, um Wurfsterne zu sparen, wobei, wir können ja mal gucken, wie viele wir haben. 267, nein Quatsch, 479 Geisterembleme, das ist genug. Aber trotzdem, falls ihr irgendwie Geisterembleme-Knappheit habt und ihr wollt die Hunde nicht mit Wurfsternen bekämpfen, ihr könnt auch durchaus ihre Sprungattacke parieren. Das geht auch. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier einen Überblick verschaffen, da oben auf dem Turm am besten. Denn hier in diesem Innenbereich wird es brandgefährlich. Nicht nur, weil die ganzen Häuser in Flammen stehen, sondern weil da auch nicht nur Bogenschützen stehen, sondern zwei, drei Oger patrouillieren. Der eine hat uns schon gesehen. Links neben ihm ist ein Bogenschütze und da hinten kommt noch ein Oger. Das sind nicht alle Feinde, die hier rumlaufen. Wir müssen jetzt ein bisschen klug vorgehen und uns einen nach dem anderen rauspicken. Und zwar richtig schön Shinobi-like. Der Bogenschütze, der verliert jetzt hoffentlich gleich das Interesse. Außerdem dreht der Oger jetzt hoffentlich gleich wieder um. Und dann schnappen wir sie uns eine nach dem anderen durch Drop Attacks, durch Backsteps und so weiter. Sollte trotzdem irgendjemand, und das wird jetzt garantiert der Fall sein, auf euch aufmerksam werden, dann fliehen wir einfach wieder kurz, kommen hier aufs Dach hoch, warten, bis wieder alles seine geregelten Bahnen nimmt und machen das Spiel von vorne. Todesstoß Nummer 1, wir sammeln kurz dieses Item hier ein. Knack, Knall, Quecksilber, das erste endlich mal seiner Art. Das ist High-Class-Upgrade-Material. So, jetzt warten wir wieder kurz. Die Bogenschützen sind nicht das Problem hier. Wir müssen sie nur vorher aus dem Weg räumen, weil die uns im Kampf gegen die Oger, falls wir klassisch gegen sie kämpfen sollten oder wollten, natürlich aus der Entfernung immer ein bisschen nerven. Und deswegen ist Prio 1, diese beiden Bogenschützen erstmal platt zu machen. So. Und da können wir durchaus jetzt einfach mal kurz vorstürmen. Na, komm, der ist tot. Jawohl, und jetzt schnell wieder weg. Wir können hier durchaus sehr verschwenderisch mit unserer Kürbisflasche umgehen, denn gleich hier ums Eck ist das Leuchtfeuer dieses Gebiets, also die Buddha-Statue, in der wir rasten können. Insofern, also nutzt es einfach hier reinzustürmen, kurz Harakiri-mäßig da durch. Und dann schnell wieder zurück. Jetzt warten wir nur ganz kurz, bis der Schildoger die Aufmerksamkeit verliert und der Knüppeloger wieder umdreht. Und dann können wir sie beide, glaube ich, in einem Atemzug platt machen. Nur wenn ihr am Dachfürst steht, dann kann es sein, dass sie trotzdem euch sehen, obwohl ihr eigentlich nicht sichtbar seid. Das ist irgendwie so, der obere Bereich des Daches ist nicht so ganz kollisionsabfragemäßig mit den Sichtfeldern richtig programmiert, wie ich finde. Aber jetzt können wir wieder runter. Ups, nein, er dreht wieder um. Schnell wieder in Deckung. So, wer ist unser erstes Opfer von den beiden? Schauen wir uns das mal an, was der Schildoger macht. Aber wenn der da stehen bleibt, dann haben wir ein klitzekleines Problem. Dann müssen wir nochmal warten, bis sein Kollege umdreht, zu uns kommt und uns den Rücken wieder zudreht. Ja, jetzt kommt er wieder. Ja, was macht ihr so? Wir stehen den ganzen Tag im Hirata-Anwesen rum, machen Barbecue, ist ein bisschen aus den Fugen geraten, leider. Aber hey, die Sparrows waren lecker. Und jetzt gibt es gleich noch ein paar Ogerschnitzel obendrauf. Das entsprechende Gerät habe ich ja dabei. So. Vorrennen, Backstep. Und dann hauen wir wieder ab und schauen mal, wie wir jetzt an den Schildoger rankommen, ohne ihn offen konfrontieren zu müssen. Aber dafür müssen wir erstmal warten, bis er keine Lust mehr hat, uns zu suchen.
Gehen wir mal ein kleines bisschen mehr aus dem Agrofeld hinaus. Bis die Musik nachlässt. Bis das gelbe Zeichen erscheint. Und dann schauen wir nochmal von oben, wie wir uns ihm am besten nähern. Wo er denn überhaupt gerade ist. Das ist perfekt. Er läuft in unsere Richtung. Das heißt, er wird jetzt gleich die Lust verlieren und wieder zurück zu seinem Ursprungsort traben. Und das ist dann der Moment für uns, wo wir zuschlagen. Wir können auch versuchen, hier eine Drop-Attack zu machen. Haha! Die hat in der letzten Sekunde nicht mehr funktioniert. Okay, das ist ja auch interessant. Alles klar, dann klassisch. Dann gehen wir hier zu unserer Axt. Die Funken-Axt am besten. Und geben ihm mal ordentlich Saures. Komm her. So geht's nämlich auch. Aber ihr müsst tatsächlich mit der Axt zweimal draufschlagen, obwohl wir sie schon mit Flammen versehen haben und der so ein Plankenschild benutzt, reicht das trotzdem nicht aus. Aber das Ding ist trotzdem so mächtig. Ach, ich liebe es. Jetzt wieder zurück zu unserem geladenen Feuerwerk. Oder die obere Variante davon. Gut, ein Oger patrouilliert hier noch. Den müsst ihr nicht bekämpfen. Der läuft hier um dieses Gebäude herum. Wir schauen mal. Er läuft, glaube ich, gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, er müsste jetzt hier gleich ums Eck biegen. Da kommt er. Na, wann drehst du wo um und in welche Richtung? Na also. Schnappen wir uns den auch noch. Obwohl wir uns den gar nicht holen müssen. Denn es gibt eine kleine neue Abkürzung. Geschuldet diesem Feuer hier. Nämlich hier direkt am Leuchtfeuer. Ist das Haus durch den Brand eingestürzt und ihr könnt hier direkt in den Innenhof und müsst nicht mehr außen rum. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie scheitern solltet, keine Ahnung, oder jetzt rasten, weil ihr zu viele Kürbisflaschen verbraucht habt, ihr müsst nicht diese ganzen Oger platt machen, sondern könnt hier gleich durch das Gebäude durch. Und das hat gleich zwei Vorteile. Zum einen müsst ihr jetzt, wie gesagt, nicht diese ganzen Oger bekämpfen und zum zweiten, auf dem Dach über uns patrouillieren drei Purple Ninjas. Die alle drei zu bekämpfen, ist ein richtiger, richtiger Schmerz im Po. Das möchte ich sagen. Wir werden trotzdem ganz kurz aufs Dach hoch, weil da nämlich ein Item liegt, das wir haben wollen. Und außerdem möchte ich es euch einfach mal zeigen. Zuallererst machen wir jetzt erstmal die drei Platz, damit wir an dieses Item hier rankommen. Erst den Axtträger hier. Ach, das ist der Schwertträger. Das ist der Axtträger. Wir sammeln einen Mibo-Ballon des Reichtums ein und gehen sofort wieder in Sicherheit. Hier hat uns der erste Purple Ninja schon gesehen. Deren Movesets ist genau gleich wie ihre Asch... Upsala! Ja gut, okay. Na, Leute. So machen wir das nicht. So haben wir nicht gewettet. Einfach jetzt ein bisschen um den Kreis rum. Bisschen viel Abstand gewinnen, damit ihr in Ruhe wieder am Leuchtfeuer rasten könnt. Oh, das war zu nah. Ja, die Purple Ninjas, die sind ganz schön flink. Mal sehen, ob es diesmal reicht. Ja, das werdet ihr immer wieder tun müssen, wenn ihr hier alles einsammeln wollt. Dieses Katz-und-Maus-Spiel. So. Haha, und gerastet. Perfekt, jetzt ist wieder Ruhe. Das Ganze treiben wir jetzt gleich nochmal, weil wir da oben, wie gesagt, das Item einsammeln wollen. Dafür schwingen wir uns hier hoch, aus dem Blickfeld der drei Camper da unten. Und müssen an diesen Purple Ninja da vorne vorbei, weil rechts hinter ihm, hinter seiner Schulter, seht ihr dieses Item. Wir können ihn jetzt bekämpfen. Das ist hier oben auf dem Dach etwas schwierig, weil diese Schrägen es etwas schwierig machen, zu manövrieren. Und außerdem, so der ein oder andere Seitensprung zum Ausweichen kann dafür sorgen, dass ihr runterfallt vom Dach. Also deswegen einfach einsammeln, Adamantitschrott, dafür war es definitiv wert. Und dann hauen wir einfach wieder ab. Resetten die Welt. Hoffentlich klappt es diesmal auf Anhieb. Jawohl. Und können jetzt diesmal ganz in Ruhe durch das Anwesen.
um ganz sicher zu gehen, dass ihr da nicht entdeckt werdet. Das kommt nämlich immer wieder vor, dass entweder die drei Burschen da unten oder ein Purple Ninja da oben euch entdeckt. Nutzen wir einfach Garchins Konfekt, um uns durch das Gebiet zu schleichen. Denn wir müssen einfach hier ganz kurz uns hier offenbaren und gleich hier wieder die Treppe hoch. Das ist schon der erste gefährliche Moment. Und dann könnt ihr hier ganz in Sicherheit durch das Gebäude durch, unter den ganzen Purple Ninjas durch und hier wieder raus. Und das ist der zweite gefährliche Moment, wo sie euch bisweilen entdecken, je nachdem, wo sie in dem Moment gerade hinschauen. Umkreist einfach hier kurz alles, hug the wall auf der rechten Seite und hier im See werfen wir nochmal einen Blick auf die, guckt, schaut, sie patrouillieren da oben und je nachdem, wo sie gerade in dem Moment sind, sehen sie euch halt dann auch hier und erst hier im Wasser seid ihr wieder sicher. Und nun treffen wir einen alten Bekannten wieder. In der ersten Erinnerung war er schon da, in der zweiten Erinnerung ist er auch wieder da. Juzo, der Trinker. Er hat diesmal keine Armee an Bogenschützen und normalen Söldnern um sich geschart, sondern er hat einen Elite-Purple-Ninja neben sich. Der ist deswegen Elite, weil er Wiese und seine Kollegen in Ashinaburg 2.0 euch auch vergiften kann. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nutzt das blaue Ninjutsu, also den Puppenspieler, um den Purple Ninja auf eure Seite zu bringen und ihn gemeinsam mit euch gegen Juzo kämpfen zu lassen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, das Blutrauch-Ninjutsu, das ich jetzt gerade aktiviert habe, bei ihm einzusetzen, um ihn einfach mal komplett aus dem Spiel zu nehmen. Und durch ein durch den Blutrauch wieder erstmal zu verschwinden und dann Juzo ganz klassisch anzugehen. Egal welche Taktik ihr nehmt, ihr solltet zuerst einmal um ihn herum aufräumen, denn auch wenn es diesmal keine Armee an Soldaten gibt, es gibt doch noch ein paar Typen, die hier Ärger machen würden, würdet ihr jetzt den Kampf so offen angehen. Die meisten von denen sind hier in dieser Hütte. Die müssen wir uns erstmal schnappen. Und gleich hier ums Eck warten 4 Stück, also Vorsicht. Ein Samurai, also ein Schwertkämpfer, ein Bogenschütze, 2, die ziemlich besoffen sind. Und da muss es schnell gehen. Vor allem diesen Fackelträger. Ups, ja, komm jetzt. Platt machen, weil der sonst Alarm schlägt. Eieiei. Ihr wollt es aber heute auch wissen. Okay, das ist die schlechteste Art, wie ich das jetzt gerade angehen konnte, tatsächlich. Meine Güte. bei meiner Übungssession hat das alles reibungslos funktioniert. Ich habe nicht einen Schwerthieb kassiert. Und jetzt haben sie mich hier platt gemacht. Na gut, auch okay. Es sind halt 4 Gegner, nicht wahr? Aber sie bewachen immerhin Ashina Sake und einen leichten Geldbeutel. Das war es allerdings noch nicht. Bei Juzo und dem Purple Ninja ist noch ein weiterer Bogenschütze, den wir ebenfalls noch vorher aus dem Spiel nehmen müssen. Es ist hier allerdings hochwahrscheinlich, dass wenn wir den attackieren, selbst wenn wir das hinterrücks tun, dass einer von den beiden Bossen darauf aufmerksam wird. Und wir dann ganz schnell abhauen müssen. Ihr könnt sie... Ah ja, das haben sie jetzt schon gehört. Aufmerksame Burschen diesmal. Okay, also erstmal wieder fliehen. Hier die Treppe rauf. Und der will uns schon vergiften. Hier jetzt wirklich ganz schnell wegrennen und ganz weit wegrennen. Das reicht nicht hier rechts ums Eck zu gehen, sondern der Purple Ninja, den müsst ihr wirklich abhängen, indem ihr ganz weit zurücklauft. Nicht in das Blickfeld seiner Kollegen rechts oben auf dem Dach, sondern tatsächlich vielleicht hierhin und hoffen, dass er heute nicht so Lust hat auf einen Marathon. Kurz warten, bis die Musik nachlässt. Ich weiß, es ist alles ein bisschen ein merkwürdiges Vorgehen hier, aber für Einsteiger würde ich sagen, ist das die geeignetste Variante, statt mit jedem Gegner hier den offenen Kampf zu suchen und dann am Ende im Zweifel mit nur 2 Kürbisflaschen zu Juzo zu kommen. Weil er ist etwas heftiger. Uiuiui, du bist aber. Weil er ist etwas heftiger als sein alter Kollege. Haut viel mehr drauf, hat mehr Lebenspunkte. Oh, hallo Juzo. So. Beide abgehängt. Jetzt schauen wir mal, wo sie sich wieder hin. Normalerweise laufen sie jetzt beide in den Innenhof zurück. Und quatschen miteinander. Wir können sie dann im Idealfall auch nochmal belauschen. Was heißt nochmal? Also überhaupt belauschen. Mal gucken, ob uns das hier auch gelingt. Wir beobachten jetzt einfach mal die Szenerie. Juzo ist schon wieder an seinem angestammten Platz gleich. Der Purple Ninja müsste jetzt sich gleich zu ihm gesellen.
Da ist noch ein weiterer Bogenschütze. Wo kommt der her? Und wo ist der Purple Ninja? Da ist er. Dann schnappen wir uns den gleich. Und den Bogenschütze gleich mit. Das Gespräch belauschen können wir jetzt leider nicht mehr. Sie unterhalten sich tatsächlich über einen Typen, der ihnen das ermöglicht hat, hier das Hirata-Anwesen zu überfallen. Und sie sprechen davon, dass dieser Bursche Uhua heißt und ein sehr gefährlicher Typ sei. Und ja, wir wissen natürlich genau, wovon die beiden sprechen. Und Uhu, unser Ziehvater, wir haben ihn bezwungen. Die Items lassen wir jetzt alle mal liegen und bringen uns jetzt einfach mal wieder aus der Aufmerksamkeitsspanne des dicken Trinkers. Ja, und ich kann schon anteasern, Uhu in dieser Erinnerung wird uns nochmal das Leben schwer machen. Nämlich als meiner Meinung nach zweitschwerster Boss des Spiels. Hier da, wo wir den Schmetterling, also Lady Butterfly, anfangs im Spiel bezwungen haben, wartet der Uhu ein weiteres Mal auf uns in einer deutlich härteren Version. Und wenn ihr glaubtet, dass Uhu in Ashina auf dem Dach, da wo wir auch Genichiro bezwungen haben, schon schwierig war, dann wird euch der zweite Uhu ganz ordentlich eines Besseren belehren und eine Weile lang ganz schön den Popo versohlen. Das wird ein echt heftiger Bosskampf, das kann ich euch versprechen. Gut, wir wechseln zum Okinaga Flammenrohr, schleichen uns von hinten an diesen haarigen Rücken ran. Ein Lebensbalken durch einen Hinterrücks-Todesschlag. Danach setzen wir Yujuzo komplett in Brand und warten darauf, dass er sauer wird. Wenn er seine Flasche nimmt, um zu sich zu trinken, geht an ihn ran, haut ihm ein paar Mal eine rein. Ja, das war ein bisschen zu langsam. Jetzt könnt ihr ihn auch wieder schlagen. Und wenn ihr es riskiert, könnt ihr tatsächlich... Boah, er ist heute sehr trinkfest. Könnt ihr seine Schläge tatsächlich parieren, weil sie langsam sind. Hallo, du hast Durst, ne? Sehr langsam sind, gut vorherzusehen. Aber es ist riskant, weil wenn sie treffen, dann tun sie richtig weh. Er hat richtig einen größeren Schadensoutput als früher. Und deswegen empfehle ich euch zum Beispiel jetzt die risikoarme Variante zu nehmen. Also nicht das zu machen, was ich hier tue, sondern ihn zum Beispiel in Brand zu stecken. Es richtet erstmal ein bisschen Flammschaden an auf Dauer. Betäubt ihn ein bisschen. Ihr könnt ihn dann nochmal einen Schieb reinhauen. So. Er ist wütend heute, aber das verstehe ich. Wir warten jetzt nochmal kurz eine Combo ab, um ihn vielleicht nochmal anzuzünden. Mal sehen, was er macht. Ah, auch sehr schön, dieser Sumo-Hieb. Fußtritt, der verzögert zwar stark, aber ermöglicht euch, ihn von der Seite zu attackieren. Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Abstand. Dass der mit so viel Sake im Blut noch so koordiniert angreifen kann, ich bin beeindruckt. Das sind immer meistens zwei Fausthiebe nach vorn, also immer schön zur Seite ausweichen. Der war auch ein bisschen gemein. Hier, den zweiten Hieb immer noch hinten dran. Meine Güte. Und jetzt macht es am Schluss echt noch spannend. Ein dritter. Das habe ich auch noch nie kommen sehen. Aber das hilft ja auch nicht mehr. Das war's mit dir. Wir bekommen eine Gebetsperle natürlich. Jetzt haben wir schon 2 von 4. Jawohl. 2500 Erfahrungspunkte. Und hier liegen noch 2 Items. Handvoll Asche. Nun ja. Und hier Adamantitschrott. So, hier drinnen wird es noch mal ein kleines bisschen gefährlich auf dem Weg zum Leuchtfeuer direkt vor dem Boss. Da hinten seht ihr schon einen Bogenschützen. Der ist nicht das Problem, sondern da drin warten noch 2 Speermönche. Die Mönche, die wir schon aus dem unteren Bereich des Hirata-Anwesens kennen und die unglaublich gerne Stoßangriffe ausführen, die man unglaublich gut mit dem Mikiri-Konter kontern kann.
Manchmal hat man eine gute Chance, den gesamten Feindbereich, der hier in diesem Innenraum hier auf euch wartet, zu umkreisen, ohne dass sie auf euch aufmerksam werden. Ich habe noch kein richtiges System erkannt. Manchmal ist es Glück, manchmal auch einfach Pech, ob es klappt oder nicht. Ich werde jetzt nochmal einen Konfekt benutzen und schauen, ob ich die alle von hinten angehen kann. Das macht nämlich die ganze Sache hier im Haus etwas einfacher. Bei dem Typen zum Beispiel. Es gibt ja auch ein paar neue Items hier im Haus. Falls ihr euch noch erinnert, das ist ja eine Drehtür, die in einen geheimen Bereich des Hauses führt. Da gibt es keine neuen Items, also keine Sorge. Das ist eins der neuen Items hier. Knallquecksilber, schon das zweite jetzt hier. Wunderbar. Und dann müssen wir uns jetzt hier reinschleichen, ganz leise. Die Items sammeln wir nachher ein und dann kommen wir hoffentlich um diesen Burschen herum. Ohne, dass die anderen was merken. Der Bogenschütze hat es gesehen. Mal sehen, ob wir den Mönch auch so erwischen. So. Beim Zweifel, wenn ihr das frontal angeht und in dieses Haus reinstürmt, kann es sein, dass ihr beide Mönche am Hintern habt. Und, trotz Mikiri-Konter vielleicht keine gute Art. Ja, das ist mir zu riskant. Ich mache jetzt erstmal den Bogenschützen platt. Und wenn ihr sie offen bekämpfen müsst, was ich jetzt einfach mal tue, des Beispiels halber, dann lockt sie hier raus, wartet auf den roten Stoßangriff. Nein, nicht den, den hier. Ach, das war der Swipe. Heute wollen alle irgendwie nicht mit mir zusammenarbeiten. Also, hey, lass mich jetzt heilen und jetzt von vorn. Roter Stoßangriff, Mikiri-Kontertaste, bisschen draufschlagen. Abstand und auf den nächsten Stoßangriff warten. Komm her. Komm. Komm. So. Und so treibt ihr seine Haltung brachial in die Höhe und könnt ihm den finalen Stoß geben. Durch das Gesicht. Alles klar, das Hirata-Anwesen 2.0 ist gereinigt, gesäubert, der Weg geebnet zum Boss, über den ich ja jetzt schon einige Worte verloren habe. Und ich zu guter Letzt nochmal eine allerletzte Warnung aussprechen möchte. Was hier auf uns wartet, ist echt wirklich eine knüppelharte Herausforderung. Wie gesagt, meiner Meinung nach die zweithärteste Herausforderung des Spiels. Da ist viel, viel Geduld, viel Übung erforderlich. Ein starkes Nervenkostüm. Aber das machen wir dann in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß jetzt hier bei dieser Episode. Ich wünsche wie immer viel Erfolg beim Nachspielen. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in den Kommentaren. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ich kann ja hier nicht feierlich zum Abschied winken, wie ich es in Dark Souls kann. Deswegen verabschiede ich mich einfach so. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Sagt Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.